Ja, ich lebe noch und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Endlich ein neues Video und ihr seht, ich habe einen neuen Hintergrund. Der wird es jetzt erstmal sein. Das ist in meinem Ankleidezimmer und ihr werdet bald die Haustour sehen. Ich freue mich schon mega drauf. Wir sind immer noch nicht fertig, aber wenn wir fertig sind, dann zeige ich euch alles. Und passend zu dem Fashion-Hintergrund kommt heute ein Fashion-Haul und sogar ein Try-on-Haul. Ich habe euch alles abgefilmt, die ganzen Klamotten. Und ich werde jetzt in diese oder in diese oder in diese oder in diese oder irgendwo Werbung platzieren, weil von ein paar Firmen ich die Sachen kostenlos zugeschickt bekommen habe. Und ich werde jetzt generell, sei es auf Instagram oder hier auf YouTube, mehr mit Werbung markieren als sonst, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Und wenn irgendwas bezahlt ist, wenn ich eine bezahlte Kooperation mache, heißt ich bekomme dafür Geld, dann werde ich das extra kennzeichnen und auch nochmal dazu schreiben, wenn ich wirklich was von der Firma zugeschickt bekomme, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Aber ich werde auch, wenn ich jetzt ein Bild von mir poste und man sieht irgendwie, ich habe was von da und da an, dann werde ich da auch Werbung darunter schreiben, nicht, dass ich irgendwie Probleme kriege mit irgendwas. Ich will da nicht irgendwie vor Gericht kommen oder sonst was. Und ich würde sagen, ich labere jetzt gar nicht so lang und wir fangen mit meinem Fashion Haul an. Viel Spaß! Bevor ich mit den Klamotten beginne, zeige ich euch vorab noch meine derzeitige Lieblingsuhr. Die habe ich euch auch schon auf Instagram vorgestellt. Und zwar ist es die Uhr von Nordgreen Kopenhagen. So nennt sich die Marke. Und das ist ein skandinavisches Design und ich finde sie unglaublich schön. Sie ist so klein und einfach so zierlich gestaltet und richtig schön. Und dazu habe ich noch passend ein Wechselarmband dazu bekommen. Und das habe ich mir einmal in Weiß ausgewählt und einmal in Rosé. Ich finde, es sind zwei Farben, die passen zu so vielen dazu. Zum Beispiel würde ich jetzt zu dem Outfit eher die weiße Uhr tragen. Und das kann man einfach so easy wechseln. Und die Uhr ist so schön. Und was ich am coolsten finde, als ich die Anfrage bekommen habe von Nordgreen, dass sie bei jeder verkauften Uhr die Umwelt unterstützen. Und zwar, ich lese euch das mal ganz kurz vor, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Und zwar kann jeder Kunde selber entscheiden, was er spenden möchte. Das heißt, du bezahlst die Uhr und von deinem bezahlten Preis geht ein Teil an Aktionen. Und wir haben drei Aktionen zur Auswahl. Und zwar einmal 2 Monate sauberes Wasser an eine Person in Zentralafrika, dann 2 Monate Bildung für ein Kind in Indien und Schützung von 50 Quadratmetern Regenwald in Lateinamerika. Ich finde, das ist eine coole Idee. Ich habe damals das zweite ausgewählt, 2 Monate Bildung für ein Kind in Indien. Ich finde, es ist wirklich schön, dass sie sowas unterstützen. Und zwar ist dann bei deiner Uhr, wenn du jetzt CDU kaufst, hinten drauf ein Code und den kannst du dann auf der Online-Website angeben und dann kannst du auswählen, was du spenden möchtest. Das sind für dich keine Extrakosten, das ist einfach ein Teil, wo Nordgreen sagt, sie wollen von dem Teil, was die Uhr kostet, einfach ein soziales Projekt unterstützen. Und ich finde, es ist eine super schöne Idee. Und falls du es Lust bekommen hast, auch dir eine Nordgreen-Uhr zuzulegen oder du sagst, du möchtest dir eine zum Geburtstag wünschen, weil ich finde die wirklich sehr schön vom Design, dann habe ich für euch natürlich einen Rabattcode. Den werde ich euch jetzt hier einmal einblenden und der wird nochmal in der Infobox mit dem passenden Link stehen. Dann könnt ihr euch gerne mal auf der Seite umschauen und das würde mich natürlich auch sehr freuen. So, ich beginne mit dem ersten Fashion-Haufen, weil ich habe mir 4 Haufen gemacht, wo ich die Klamotten her habe, dass ich das nicht vergesse zu erwähnen. Und der erste Haufen, da werde ich euch die Links in die Infobox verlinken, wo ich die Oberteile finde, denn die habe ich mir nicht selber gekauft. Die hat mir nämlich mein Freund gekauft, wieso auch immer, er ist einfach der größte Schatz auf Erden. Und zwar hat er mir einmal dieses schöne T-Shirt von Hype gekauft, in Grau, da steht auch am Ärmel jeweils immer Hype und das ist eher so ein Crop-Top. Ich glaube, das ist Größe S. Da steht jetzt nur das Amerikanische drauf. Und ich weiß nicht, wie die amerikanischen Größen in Deutsch sind. Deswegen sage ich jetzt einfach mal S oder M. Genau. Einmal hat er mir das gekauft. Dann ein weiteres wunderschönes T-Shirt. Auch ein bisschen Crop geschnitten. Und zwar von Reebok. Und ich hatte noch nie ein Reebok-T-Shirt. Und ich habe mich so gefreut. Ich weiß gar nicht, was mit Marco da los war. Er hat mir einfach Klamotten geschenkt. Und dann auch noch Markenklamotten, die ziemlich teuer sind, die ich mir nie kaufen würde, weil ich nie Geld habe. Aber jetzt habe ich ein Reebok-T-Shirt. Und es ist sau cool. Und es sieht richtig lässig aus. Und dazu habe ich sogar noch die passende Hose, die ich euch auch dann zeigen werde. Und das ist dann perfectly. Dann hat er mir ein Oberteil gekauft, das ich schon, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange haben will. Und das würde ich mir nie kaufen, weil es mir einfach viel zu teuer wäre. Und zwar ein Adidas Oberteil. Ich meine, diese Adidas Oberteile kosten ja, glaube ich, zwischen 40 und 80. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das gekostet hat, weil das eben crop geschnitten ist. Und ich finde zum einen diese Farbe wunderschön. Sie sieht am Kragen so leicht ausgewaschen aus. Und
dieses Rosé-Pink, Alt-Rosa, was weiß ich, wie man die Farbe nennt, ist einfach wunderschön und mit diesen schwarzen Adidas-Streifen und es sieht einfach so geil aus. Sitzt auch ein bisschen lockerer, das sitzt jetzt nicht haucheng, sondern locker und es sieht echt cool aus zu einer schönen High-Waist-Jeans und dann noch geile Sneaker dazu und dann ist das Outfit eigentlich schon perfekt. Und dann hat er mir noch ein richtig schönes Oberteil geschenkt, gekauft und ich wollte es nicht zurückschicken, weil ich es einfach so schön finde, aber ich muss es zu einer Schneiderin geben. Ich bin einfach zu dünn für das Oberteil, aber ich werde mir das bei einer Schneiderin irgendwie machen lassen. Und zwar von Alice. Dieses schöne Oberteil, das kennt ihr bestimmt, das sieht man so oft auf Instagram. Das hat hier nochmal diesen Bändel um den Bauch rum. Ich werde es euch ja angetragen zeigen. Dann seht ihr, dass es mir ein bisschen zu groß ist. Aber ich liebe das Oberteil und das hat er in Größe 38 genommen. Deswegen wird es mir wahrscheinlich auch so groß sein. Das sehe ich jetzt erst, dass es 38 ist. Das hätte ich vielleicht in 34 oder so gebraucht. Aber ich konnte es nicht zurückschicken, weil mein Freund auch leider schon alle Zettel weg hat und Ding. Aber ich werde es mir irgendwie enger machen lassen und dann auf jeden Fall tragen. Dann war ich online shoppen bei Zara. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Und da habe ich mir 3 Hosen gekauft. Die habe ich nämlich bei einer meiner Lieblings-YouTuberin, Julita Fit, gesehen. Ich finde die echt cool und die macht das mit dem Mama-Sein so gut. Und da habe ich die Hosen gesehen und da dachte ich mir, gut, die musst du dir auch holen, weil die saßen bei ihr so perfectly. Und dann habe ich die auch gebraucht. Und zwar sind es die hier, die kennt ihr bestimmt auch. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Kollektion von Zara die sind. Ich sage euch nur, dass ich die in Größe 34 genommen habe. Und es sind High-Waist-Shorts in so einem Checking-Stoff. Einmal mit weißen Streifen an der Seite und unten sind die dann immer ein bisschen so ausgefranst. Dann habe ich sie mir passend zum LS-T-Shirt, fand ich jetzt entweder die blaue Hose, ja ich glaube sogar die blaue würde besser passen, oder in schwarz mit roten Streifen, die fand ich auch richtig cool. Sieht genauso aus, ist auch unten ausgefranst und die zwei habe ich jetzt echt schon eigentlich jedes Wochenende an. Bei der weißen, die ist leider echt arg durchsichtig, muss ich mir mal noch passende Unterwäsche dazu holen. Aber in weiß noch mit rot-schwarzen Streifen fand ich auch richtig geil und ich liebe weiße Hosen, aber habe einfach noch keine passende Unterwäsche dazu. Deswegen muss ich mir sowas noch besorgen. Dann komme ich noch zu 2 Shops, die mir freundlicherweise noch was zugeschickt haben. Und zwar einmal Shein. Shein kennt ihr bestimmt auch viele. Ist ein super cooler China-Online-Shop. Und das Paket habe ich jetzt, glaube ich, schon 2 Monate daheim. Habe aber nie geschafft, dieses Video zu drehen, weil es einfach zu wenig Teile wären für ein ganzes Video. Aber jetzt kann ich es euch ja endlich zeigen. Ich werde euch die Links auch in die Infobox setzen. Also falls euch irgendwas interessiert. Das ist einmal eine High-Waist-Short, die hier an den Knien so aufgerissen ist und unten, das finde ich zurzeit einfach sehr cool, auch so aufgerissen ist, aber die ist mir leider ein bisschen zu eng. Ich werde sie trotzdem für euch anziehen, werde mich reinzwängen, aber in der habe ich einfach keinen schönen Po und die gefällt mir einfach von der Passform her nicht so. Dann habe ich mir von Shein noch eine Hot Pants ausgesucht, die fand ich einfach richtig cool, die hat so einen Denim-Style und ja. Ist mir leider ein bisschen zu klein. Mein Po schaut unten dann zu schnell, zu arg raus. Aber ja, ich denke nicht, dass ich die so für den Alltag, so ist es okay, aber um rauszugehen eher nicht. Dann habe ich mir noch einen super coolen Pulli bei Shein ausgesucht. Und zwar diesen gelben Pulli. Ich finde ihn richtig geil. Der hat einen richtig coolen Kragen und solche Ballonärmel. Den hatte ich jetzt schon so oft an und den fanden so viele so geil. Und ich finde zum einen diese Farbe knallt einfach richtig und ich finde das Design von dem Pulli auch richtig cool und deswegen habe ich mir den ausgesucht und liebe ihn über alles. Der letzte Online-Shop und die letzten Klamotten, die ich euch heute zeige, sind von lesara.com. Da dürfte ich mir auch sehr viel aussuchen, aber ich glaube, da ist erst die Hälfte bei mir angekommen. Aber ich zeige euch jetzt die Hälfte und vielleicht wird die andere Hälfte in irgendeinem anderen Haul mal auftauchen. Zum einen habe ich mir einen grauen Oversize-Hoodie in grau mit schwarzen Bändeln bestellt. Der ist wirklich sehr lang, für mich leider wieder zu kurz. Ich hätte den gern so als T-Shirt-Pullover getragen, ohne Hose drunter. Es geht leider nicht, weil mein Po dann zu schnell rausschaut. Dann habe ich mir in der Größe S einen Body bestellt. Ich habe, glaube ich, 3 Bodies daheim, ziehe die aber selten an, wollte jetzt nochmal mit dem das nochmal probieren. Und ja, er ist mir ein bisschen zu lang, also so lang bin ich dann doch nicht. Aber vielleicht kann man ihn einfach nur so in die Hose stopfen. Als Oberteil finde ich das wirklich schön, weil es hier alles komplett aus Spitze ist, lange schwarze Ärmel hat und so auch wirklich gut sitzt.
Dann habe ich mir einmal dieses Oberteil rausgesucht. Das fand ich auch richtig cool. Ist einfach so ein lässiges Oversize-Shirt mit einem schwarzen Kragen, schwarze Ärmel, noch ein bisschen so ein Detail mit Schwarz. Und das fand ich auch sehr cool. Und das kann man einfach lässig in eine Jeans reinstopfen oder zu einem Jeansrock. Vielleicht ziehe ich es mal zu einem Jeansrock in die Schule an oder so. Könnte ich ja mal theoretischerweise machen. Also das fand ich auf jeden Fall auch sehr schön, deswegen habe ich mir das noch ausgesucht. Und zu guter Letzt die zwei letzten Teile noch, und zwar Chill-Hosen. Und zwar habe ich mal wieder eine neue Legging gebraucht, da habe ich mir einmal die hier ausgesucht. Die hat ein richtig geiles Muster an der Seite. Und es ist eine Legging, die einfach mal saugut sitzt. Zwar ist sie mir ein bisschen zu kurz, aber das ist bei den meisten Hosen bei mir. Deswegen, da bilde ich mir gar nichts mehr drauf ein. Aber sie sitzt einfach, sie ist eng, sie schlabbert nicht, sie macht nicht Camel Toe. Ich denke, das wissen die meisten, was das ist. Und sie ist einfach richtig bequem. Und dann habe ich mir noch eine Hose ausgesucht. Das ist so eine Chillerhose für daheim. Und die fand ich einfach so cool vom Design. Oh mein Gott, ist das nicht cool. Eine Palmenhose in Schwarz-Weiß. Mehr brauche ich nicht sagen, oder? Ist einfach nur geil fürs daheim chillen. Und das war mein Fashion Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir gerne einen Daumen hoch da lasst. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, dann nicht den Abonnieren-Button vergessen. Ich würde mich sehr freuen. Und schreibt mir gerne Kommentare, falls ihr weitere Videowünsche habt, ob ihr irgendwas sehen wollt, näher von unserer Wohnung, dass ich meine extra Ankleidezimmertour mache oder meine neue Schminksammlung, wie ich sie eingerichtet habe, oder. Schreibt es mir in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!